Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle, einem Podcast auf Hangout, der es ermöglichte, über den Islam zu reden. Generell über den Islam. Vielleicht wandelt sich das in Zukunft und wir können über andere Religionen reden, aber vorläufig beschränken wir uns auf den Islam, weil wir denken, es ist wichtiger, über den Islam zu reden, da er momentan mehr Angst und Spaltung schürt in der Gesellschaft. Und da wir eigentlich keine Sendung so kennen im Internet und auch nicht im Fernsehen, die sich sachlich und auch kritisch damit beschäftigt und dieses immer wöchentlich. Wir sind Atheisten, wir beschränken uns nur deshalb aus dem Islam aus eben genannten Gründen und bevorzugen keine andere Religion. Das bedeutet für uns, als Atheisten sind eigentlich alle Religionen ein bisschen spinnerhaft, aber darüber wollen wir ja reden, wieso einige Leute über diese Religion nachdenken und daran auch haften sozusagen. Ja, bei uns kann man einfach immer mitmachen, das heißt, direkt in die Sendung eintreten per Hangout. Dafür müsst ihr einfach hangout.die-gottlosen.ca im Browser eingeben. Und dann kommt ihr direkt in die Sendung hinein. Oder ihr könnt einfach nur zuhören, und zwar mit dem Link live.die-gottlosen.ch. Könnt ihr einfach auf YouTube dann zugucken. Ist völlig euch überlassen. Es wäre aber schöner, wenn ihr mitmachen würdet. Ganz speziell, wenn ihr Muslime seid und uns über euren Glauben unterrichten wollt. Nun, Stop Spamming heißt mein Co-Moderator und er wird uns kurz erklären, was es bedeutet, Atheist zu sein, beziehungsweise warum es eigentlich Atheismus per se nicht geben sollte und auch erklären, was eigentlich Islam nach seiner Auffassung bedeutet. Ja, stimmt. Das ist ja witzig. Es gibt eigentlich keine Sendung, die sich mit Juden beschäftigt. Oder hast du schon mal von einer Judensendung etwas gehört? Also ich Einer auch nicht. Juden sind. Oder Nein. Sikhs oder Amish oder so. Kenne ich nicht. Also ich hab noch nie gehört, dass es eine Sendung gibt, die sich mit diesem Thema befasst. Also irgendwie, bei Christen gibt es das. Also bei Christen gibt es vor allen Dingen pro-christliche Sendungen. Also die haben wahnsinnig viel Dawa, aber anti oder gegen oder response to gibt es relativ wenige. Da gibt es vielleicht 10 oder 15 oder was. Aber stimmt, beim Islam ist es noch weniger. Weil du jetzt das gesagt hast, Stop Spamming, oder Dr. Stefan Kees, kann man ihn auch nennen, bist du jetzt ein Antisemit? Das weißt du, oder? Bin ich ein Antisemit? Was ist ein Semit? Meiner Auffassung nach eigentlich nur Leute, die aus dem semitischen Raum kommen, sprich eine semitische Sprache sprechen. Nee, und das ja nicht, weil das interessiert mich ja nicht. Es interessiert mich auch nicht, wenn einer irgendwas glaubt. Wenn einer glaubt, die Sonne geht links auf oder rechts auf, das ist mir furchtbar egal. Jeder Mensch kann glauben, was er will. Nur in dem Augenblick, wo dieser Mensch dann zu mir kommt und sagt, ich muss glauben, was er glaubt, dann ist das schon wieder was anderes. Dann erwarte ich auch, dass ich gute Gründe bekomme, warum ich das glauben sollte, was jemand anders glaubt. Vor allen Dingen, wenn das ziemlich wenig Sinn macht. Das ist eben genau das, warum ich eben nicht an Götter glaube, warum ich nicht an Drachen glaube, warum ich nicht an. Es gibt so viele Sachen, an die ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche außerirdischen Männchen gibt oder Frauchen oder was immer, die hier um die Erde schwirren und regelmäßig irgendwo auftauchen oder sowas. Weil ich behaupte mal, dass eine Zivilisation von einem anderen Stern, wenn die in der Lage sind, Lichtgeschwindigkeit zu überwinden und in der Lage sind, eine Technologie zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, aus einer anderen Galaxie oder einem anderen Sonnensystem hier bei uns zu erscheinen, dann kommen die nicht hierher, um uns die Hucke voll zu hauen oder einfach nur, um auf dem Radarschirm zu erscheinen. Also das ist für mich immer seltsam, dass die dann, wenn denen was passieren sollte, die ausgerechnet auf der Erde abstürzen. Das ist immer so lächerlich. Ja gut, aber genauso geht es mir Darf ich natürlich. dagegen sprechen? Ja, sicher, klar.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass, weil Neil deGrasse Tyson hat ja mal gesagt, diese Aliens können nicht großartig intelligent sein, wenn sie auf der Erde abstürzen. Ach so, hat er das auch schon gesagt. Okay. Ich Das wusste gar macht nicht, dass aber für ich in mich. solch illustrer Gesellschaft bin. Ja, aber das macht für mich keinen Sinn, dieses Argument, weil, seien wir ehrlich, jeder von uns hat ein Smartphone, aber das bedeutet nicht, dass jeder von uns ein Smartphone reparieren kann, nur weil er es benutzt und weil er damit rumhantiert. Okay. Wenn ich aber in der Also. Lage bin, ein solches Fluggerät, ein solches Transportmedium zu beherrschen, ich glaube nicht, dass ich dann ausgerechnet hier auf der Erde dann notlanden muss. Naja, wenn du eine Zivilisation bist, die auf Leben, auf der Suche nach Leben ist, und sagen wir mal, das ist ein Generationenschiff sozusagen, ein Schiff, das schon seit Tausenden von Jahren unterwegs ist vielleicht, und das Mutterschiff hat den Geist aufgegeben quasi, und dann hast du nur noch diese kleinen Kapseln. Klar, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null ab. Aber ich würde das nicht komplett jetzt so ausschließen, eben mit dem Argument, dass das dumme sein, weil nicht ein Pilot zum Beispiel, der wird schon ein bisschen die Technik seines Flugzeugs kennen. Gerade wenn ein Jumbo fliegt, ist es dann aber ein anderes Thema. Weil du hast ja Ingenieure und andere Berufsgruppen, die das Flugzeug zusammengebastelt hat, und nicht zwingend diese Ingenieure dann fliegen können. Okay, ich weiß, was du meinst. Das heißt, um die Analogie noch ein bisschen einfacher zu machen, ich bin ein Pilot, ich fliege eine Maschine von, weiß ich nicht, von Paris nach Fuerteventura oder was immer, und unterwegs passiert was, dann achte ich darauf, dass ich möglichst schnell lande, und die einzige Möglichkeit, die sich mir dann bietet, ist eben Madrid. So, und wenn also jetzt ein Schiff Ja, unterwegs zum ist Beispiel. von hier nach da und unterwegs passiert was, dann ist die Erde die einzige Landemöglichkeit mit einer vielleicht Atmosphäre, dass da irgendein Sensor ist, der sagt, da ist ein Landeplatz. Das kann natürlich sein, das ist richtig, ja. Aber Das meine ich. wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit dazu, dass es so gekommen ist, ist natürlich verschwindend gering. Ja, aber Auch ich wenn ein. meine, das, was du jetzt sagst, das ist ja ein realistisches Szenario. Das würde ich ja durchaus akzeptieren. Was ich nicht akzeptiere, ist diese ganzen Sachen, wo plötzlich über Mexiko ein UFO auftaucht und dann plötzlich wieder verschwindet und dann irgendwie, oder dass da in Roswell dann irgendwann eins dann Versteck gespielt hat mit der Luftwaffe und dabei dann abgestürzt ist. Das glaube ich nicht. Ich find es lustig, vor allem, dass besonders die USA, in den USA viele UFOs Ja, gesichtet werden. also Also. weil es ist ja UK und USA, also die so ziemlich am weitesten entwickelt sind mit Flugabwehr und so weiter, da erscheint dann immer, also ich würde doch irgendwo in der Sahara landen, wenn ich irgendwo eine Bodenpartie oder was immer ausschicken würde, aber doch nicht gerade Irgendwas da in in den die. dicht besiedelsten Ländern. Aber ich wollte nur dagegen sprechen, dass das Ja, Argument jetzt okay. mit der Dummheit, falls du darauf sprechen willst, nicht ganz gelten kann. Nein, ich meinte ja die Dummheit, dass die Versteck spielen. Dass die ab und zu mal auftauchen und mal gucken und dabei auch mal in die Nähe von einem Flughafen kommen und da ein bisschen stehen bleiben und gucken und dann wieder wegfliegen. Also diese Dummheit, glaube ich, die würde ich denen absprechen. Es kommt aber noch lustiger. Also wir sprechen heute ja nur über die News. Normalerweise haben wir auch ein spezifisches Thema, aber heute sprechen wir ja nicht nur über die News und ein bisschen Freigespräch. Ich habe dir das persönlich schon mal gesagt. Es gibt ein Phänomen. Die letzten 2 Jahre ist das hauptsächlich aufgetaucht, also ganz stark hervorgetreten. Und zwar, dass die Christen hauptsächlich sagen, das sind eigentlich gefallene Engel. Also diese Sichtungen von UFOs etc., das sind alles Echt? gefallene Engel. Also schon ein bisschen, es wird schon ein bisschen stupide. Und das Lustige daran ist, die Muslime springen auf diesen dämlichen Zug drauf und sagen, das sind Dschinns in der Luft, die Naja, halt klar, irgendwie muss man die ja auch. abgeschossen wurden von Gott etc. Das kennen wir ja. Also, ich bin auf jeden Fall keiner, der so etwas glaubt. Deswegen schimpfe ich mich auch Atheist. Das heißt also, Theist ist der Theos, das kommt von Theos, das ist der mit Gott. Und ich bin der Atheos, Atheist, also der ohne mit Gott. Und ich finde es seltsam, dass ich mich als etwas identifizieren soll, was ich nicht bin. Das heißt, ich habe auch keine Flügel, deswegen gehe ich aber trotzdem nicht und stelle mich vor und sage, hallo,
ich bin der Stefan und ich habe keine Flügel. Das ist Blödsinn. Und trotzdem erwarten die Theisten, also die mit Gott sind, von mir, dass ich mich als so etwas, als solcher identifiziere. Und das fällt mir unheimlich schwer, da zu akzeptieren, dass ich sagen muss, ich bin nicht Golfer, ich bin nicht das, ich habe keine Flügel, ich habe ganz viele Sachen, die ich nicht habe. Also ist schon seltsam. Und vor allen Dingen ganz absurd wird es dann, wenn die Leute sagen, ich muss jetzt auch noch den Atheismus betreiben. Also hier, wenn ich jetzt das auf Drachen beziehe, ich glaube nicht, dass Drachen existieren. Ich kann es nicht wissen. Das heißt also, ich bin Agnostiker, Adrachenist. Das heißt, weil ich nicht sicher wissen kann, ob nicht in irgendeinem Winkel des Universums irgendwo einen Drachen gibt oder in einem Paralleluniversum, kann ich keine Aussage bezüglich des Wissens machen. Glauben? Jawohl, ich glaube es einfach nicht, weil sich bisher für mich noch keine Beweise aufgetan haben, die darauf hindeuten würden, dass es Drachen gibt. Na klar, wir haben Feuer, wir haben fliegende Dinger, wir haben Echsen, wir haben alles Mögliche, wir haben Höhlen, aber daraus jetzt einen Drachen zu bauen, ne. Also ich rede jetzt von feuerspeienden, fliegenden Monstern, ne? So, und da sage ich, nein, ich glaube nicht, dass es die gibt, ich kann es aber nicht wissen, deswegen bin ich Agnostiker, Adrachenist. Und wenn ich dann das jetzt übertrage, dann sollte ich jetzt auch noch Adrachenismus betreiben. Und was macht ein Adrachenist? Weil ein Ismus ist ja immer eine Handlung, mit einem Ziel. Ich will ja wenn ich den Kommunismus zum Beispiel sehe, dann habe ich da ein Ziel. Ich habe Dogma, ich habe Doktrin, ich habe Leitfiguren, ich habe irgendetwas, wo ich mich hinbewege. Beim Atheismus tue ich das aber nicht. Ich tue nichts. Da gibt es kein Ziel. Wenn ich etwas nicht glaube, habe ich da kein Ziel. Und das finde ich dann relativ seltsam, dass diese Wörter überhaupt existieren. So, deswegen sage ich immer, nee, bin ich nicht. Ich gucke mir also möglichst objektiv, sowohl, egal ob das jetzt Moses oder Jesus oder Mohammed ist, die gucke ich mir objektiv an und sage, okay, hat es die wirklich gegeben? Gibt es da Beweise für? Nein. Okay, das heißt also, das sind irgendwelche Charaktere in irgendwelchen Büchern, denen irgendetwas nachgesagt wird. Und bei Moses ist es so, der hat 613 verschiedene Gesetze aufgestellt und das müssen halt die Leute befolgen, damit sie in die Nähe irgendwie von einem allgegenwärtigen Gott kommen. Dass das keinen Sinn macht, das interessiert anscheinend keinen, es gibt trotzdem Juden. Genauso ist es mit Jesus. Jesus hat gelogen, gestohlen, weiß ich was alles und trotzdem sagen Christen immer wieder, Jesus ist ohne Sünde. Das Wort Sünde ist für mich ein Unwort, das gibt's nicht. Ich bin einfach nur ein Mensch, der sich innerhalb der Gesellschaft bewegt. Und da haben wir Gesetze und Regeln, die das Zusammenleben innerhalb dieser Gesellschaft ermöglichen. Und das war es auch schon. Sünden sind Sachen, die erfunden sind, die gibt es für mich nicht. Das ist also für mich absoluter Blödsinn, dass ich nach irgendetwas bewertet werde, was eine Sünde sein soll. Vor allen Dingen, wenn es aus dem Ding kommt, was sich Islam nennt. Und jetzt sind wir bei dem heutigen Thema, weshalb wir uns überhaupt mit dem Islam beschäftigen, weil es sehr wenig Informationen über den Islam gibt. Das heißt, ich betrachte den Islam immer wie einen Berg, so wie ein Matterhorn, wo auf der einen Seite habe ich eine ganz steile Klippe, auf der anderen Seite habe ich einen sanften Anstieg, von der anderen Seite habe ich einen Mischmasch. Das heißt also, je nachdem, von wo aus ich den Islam betrachte, ist das wie ein Berg. Das heißt also, ich habe eine völlig andere Ansicht. Und da versuchen wir jetzt zu zeigen, was dieser Berg eigentlich ist, wie man da hochkommt, wie man den verstehen kann, was es da für Möglichkeiten gibt, sich diesem Berg zu nähern, warum es so viele verschiedene Ansichten gibt, warum es den Islam, nämlich den Berg, gar nicht gibt, weil es immer von jeder Seite anders aussieht. Und jeder Muslim hat eine andere Interpretation dessen, was er gerade als den Islam ansieht. Was wir aber ganz klar als Hintergrund nehmen müssen, wenn wir das Ganze historisch betrachten, ist, dass der Islam nicht nur einfach eine Religion ist, sondern eine politische Ideologie. Das heißt also, Mohammed in den ganzen Geschichten um ihn, über ihn und mit ihm wird immer berichtet, dass er immer darauf bedacht war, möglichst als Feldherr und als Leitfigur zu dienen. Und da ist er eben der politische Vorreiter,
Jetzt geht es eben los. Er wurde nicht gewählt, er hat sich selber ernannt, ist aber dann quasi akzeptiert und damit gewählt worden. Und seine Nachfahren, also die Nachkalifen nach ihm, also was der Eik letztes Mal so wunderbar erklärt hatte, also die Stellvertreter von Mohammed, sind dann gewählt worden, bis dann einer kam und sagte, nee, das kann nur Blutlinie sein, also musste es dann Ali sein. Und dessen Sohn hat sich dann Schlachten mit denen geliefert, die gesagt haben, nein, die müssen gewählt werden. Bums. Und jetzt haben wir schon die große Trennung und den großen Streit zwischen den verschiedenen politischen Parteien im Islam. Das heißt also, das ging schon direkt, also wenn man diese Standardlegenden nimmt, dass man sagt, okay, die erste Enthüllung, die ersten Sätze, die aus dem Koran an die Menschen weitergegeben wurde von dem Gott durch einen Engel. Also der Gott hat ein Buch geschrieben im Himmel in Gold, weil Gold ist ganz wichtig im Himmel. Und der liest dann die Sätze seinem Engelchen vor. Das Engelchen saust dann runter auf die Erde, geht dann zu dem Mohammed und sagt ihm dann einen Satz. So, der läuft dann los, sagt das seinen Leuten und das müsst ihr jetzt tun. Und die Leute erinnern sich daran und merken sich diese Sätze. Und davon gibt es dann 6.500 und dann wurden die, weil die so viel Krieg geführt haben und weil sie so viel auf Frieden aus waren, die haben ja ganz viel Frieden gemacht, die haben ja fast alle umgebracht damals. Und dann sind die halt umgebracht worden und dann waren kaum noch Leute da und dann mussten sie es aufschreiben und dann ist das, was eigentlich als mündliche Überlieferung gedacht war, aufgeschrieben worden als Koran. Und da gibt es ganz viele Geschichten, wann der Koran wie entstanden ist, die machen aber alle keinen Sinn. Das versuchen wir aufzudröseln. Wobei dieses Aufdröseln heute, wie gesagt, politische Ideologie, die bedingt ist, bestimmt wird durch eine Religion, die durch einen Gott bestimmt wird und der Gott sagt uns irgendetwas, was aber sehr vage ist, weshalb es interpretiert werden muss. Und deswegen erklärt uns Eik jetzt, warum das alles so kompliziert ist. Nee, ich kann das nicht alles erklären, aber... Aber darum habe ich. Wenn du dir diese Geschichte anhörst, das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Wenn ich ein Gott wäre, würde ich zu den Leuten hingehen und sagen, pass mal auf, hier, bitteschön, ich baue euch jetzt ins Gehirn, in die DNA baue ich euch jetzt das ein. Und genauso wie jeder Menschen lächeln kennt oder Hand heben oder Hallo oder was immer, jeder Mensch muss jetzt verstehen, es gibt nur einen Gott. Anstatt dass ich jetzt Buch um Buch um Buch darunter schicke und sage, es gibt nur einen Gott, wenn es nur einen Gott gäbe, bräuchte ich doch gar nicht zu sagen, es gibt nur einen Gott. Das macht überhaupt keinen Sinn, was da überhaupt steht. Gott hat uns erschaffen in verschiedene Gruppen, damit wir uns erkennen. Stop spamming. Steht doch im Koran, Mann. Erkennen. Erkennen heißt bumsen. Das ist ein anderes Erkennen. Nicht massakrieren. Das ist ein anderes Erkennen. Wenn es in Bezug auf Volksgruppen ist, auf verschiedene Gruppierungen und das Wort Erkennen ist, das anders zu definieren. Ja, und das steht im Koran. Er hat uns halt in verschiedenen Gruppen... Wie? Wer definiert das denn? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass im Koran steht, er hat uns explizit in verschiedenen Gruppen erschaffen, damit wir uns einander kennen. Was das genau bedeutet und die Definition davon, da fragst du den Falschen, weil das steht nirgends. Das steht vermutlich in ein paar obskuren Hadithen, die da erklären und auch Tafsire, die das erklären, aber im Koran selber natürlich nicht. Was gestern witzig war, ist, da sind Leute überall rumgelaufen in Kostümen. Ne? Und die sind ja jetzt alle auf diese Halloween-Partys gegangen. Nur, da war jetzt eine Gruppe Jugendlicher, was heißt Jugendliche, das waren Studenten, also 20 rum, also Alter 20 rum, das waren vielleicht 6 oder 7. Nur, da war eine Muslima dabei, in voller Niqab, also voll verschleiert. War das jetzt eine Muslima, die einfach nur auf eine Halloween-Party ging, oder war das ein Typ, der verkleidet war? Das weiß ich jetzt nicht, was da jetzt der Fall war. Das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, da können sich mal so diese Gefängnisse liebenden Muslimas vermutlich an Halloween richtig freuen. Die dürfen quasi
durch die Gesellschaft hindurch einfach sich verkleiden, endlich mal in ihrem Sack. Ja. Sozusagen. Oder wie geht eine Muslima auf Halloween? Nimmt die Maske ab oder was? Nun, wie gesagt, heute gibt es kein spezifisches Thema. Wir gehen einfach sieben News durch und gucken uns, was uns da erzählt wird. Leider scheint irgendwie YouTube wirklich was verändert zu haben, weil auch heute unter dem YouTube-Video kann man nicht kommentieren. Ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht erklären. Wenn jemand wirklich was zu sagen hat, live, und ich sehe auch keine Zuschauerzahlen, obwohl ich zumindest drauf bin, müsste mindestens einer stehen hier im Hangout. Hier steht aber null. Also irgendwas haben die so am System rumgedreht, dass da nicht alles einwandfrei läuft. Die klimpern immer da irgendwo rum. Der Stream selber, der scheint zu funktionieren. Also bei mir läuft er und ich hoffe, der läuft bei jedem anderen auch. Ich meine, teste du das mal oder stoppst bei mir. Kannst du das kurz testen vielleicht? Was soll ich testen? Ob der YouTube-Stream wenigstens bei dir normal läuft. Also bei mir läuft der Stream wenigstens normal. Das heißt, ich müsste jetzt ein YouTube-Fenster, warte mal, dann mache ich das hier. Ich müsste jetzt ein YouTube-Fenster aufmachen. Einfach irgendein Fenster. Wie komme ich denn jetzt auf den Weg zur Hölle? Nee, gib einfach den Live-Link. live.die-gottlose.ch. Ach so, ich kann, jetzt verstehe ich, was du meinst. Dann kann ich hier. Wie war das jetzt? Meines Gottlosen. Also das Gottlose ist einfacher. Gottlosen.ch. Das jetzt anders machen können. Gemütlich, nur News. Ja, läuft. Be part of the conversation. Was würde eigentlich passieren, wenn ich mich da wieder da draufklicke? Also auf jeden Fall sehe ich jetzt die Links und ich höre mich selber. Eben, dann funktioniert wenigstens diese Funktion. Be part of the conversation. Ja, dann kannst du das wieder zumachen. Ja. Jetzt höre ich mich doppelt wegen dir. Das heißt, ich muss das hier wieder zumachen. So, zu. Wäre sinnvoll, ja. Bin ich jetzt wieder normal? Nee, normal bin ich ja nie, aber so normal, so einigermaßen zu verstehen kann mich ja auch keiner. Aber hörst du das jetzt? Ich höre. Jetzt habe ich ein Ich gehört und dann war weg. Ich weiß nicht, hoffentlich ist es jetzt vorbei, weil jetzt habe ich dich doppelt gehört, mich doppelt. Ich denke, jetzt ist es vorbei. Nee, jetzt ist es, glaube ich, gut. Nee, jetzt höre ich mich immer noch. Wieso das jetzt? Ah, Moment, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Ich war es nicht, ich kriege diesmal keine Schläge. Nee, du warst das nicht. Ich habe auf deine Show Mitmachen-Link geklickt und da öffnet sich ein neues Fenster. Aber da kannst du auch keine Kommentare abgeben. Also ich weiß nicht, was YouTube macht. Also wenn jemand wirklich etwas sagen will, kann er einfach halt in den Hangout hinein und da kommentieren, weil hier kann man das noch lesen wenigstens. So, gehen wir am besten jetzt zu den News, zu den Themen der Woche, die ich da so rausgesucht habe. Wo ist der Putin? Da ist der Putin. Putin! Ich weiß nicht wieso, aber ich finde den Putin irgendwie einen lustigen Typen. Zumindest finde ich ihn ehrlicher als so manch anderen Politiker. Sagen wir es mal so. Jedenfalls, dass sein Bild benutzt wird, ist ein bisschen hier unsinnig, weil er hat da wenig damit zu tun eigentlich. Was ist in Russland los? Ja, in Russland hat es jetzt ein Gesetz gegeben und einen Gesetzentwurf, der diese heiligen Schriften quasi aus der extremistischen Ecke herausbringt.
Weil vorher war es nicht erlaubt, die extremistischen Texte zu benutzen aus der Bibel, aus dem Koran und aus dem Buddhismus. Und ich weiß nicht, wie extremistische Texte im Buddhismus großartig da existieren. Weil der Grund war, so wie es aussieht, dass ein Schriftsteller ein Buch geschrieben hat, Bitten an Gott, ihre Bedeutung und ihren Platz im Islam. Und dort wurden Koranzitate benutzt, die halt nicht so freundlich sind bezüglich Nichtgläubigen. Und dann hat er rechtliche Probleme bekommen, weil das nicht erlaubt war, diese extremistischen Texte aus heiligen Schriften zu benutzen. Und jetzt wurde das oder soll das aufgeweicht werden, dass man diese Texte benutzen kann, endlich benutzenfrei benutzen kann. Quasi die Zensur von solchen Schriften ist weg. Was hältst du davon, Stop Spamming? Was denkst du davon? Ist das eine gute Sache, dass man jetzt quasi frei darüber reden kann, oder öffnet das die Türen für extremistische Ansichten? Durchgläubige. Ich glaube, da kann man nur ein. Ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine andere Meinung geben könnte, als die, dass man natürlich darf man über alles reden. Ich finde auch diesen Eiertanz um, ach gut, jetzt komme ich nicht auf den Namen, um Auschwitz, um die Holographie, hätte ich fast gesagt. Holocaust. Den Holocaust. Oh shit. Nicht ganz das Gleiche, nein. Also dieser ganze Eiertanz und den Holocaust, dass man den nicht irgendwie in Frage stellen darf. Natürlich darf man den in Frage stellen. Ich meine, man darf alles in Frage stellen. Ich kapiere das gar nicht. Deswegen kann es in meinen Augen nur eine einzige Meinung geben, und die heißt, ja natürlich. Warum? Was heißt eigentlich heilige Schrift? Was ist heilig? Das habe ich noch nie kapiert, dieses Wort heilig. Das ist, für mich heißt das dasselbe wie sakrosankt, und das kann es nicht geben. Ich weiß nicht, einige behaupten, also die Christen behaupten, gewisse Passagen aus der Bibel, wenn du sie vorliest, dann heilen sie Krebs. Die gleichen dämlichen Sprüche hört man von einigen Muslimen. Ja. Dass gewisse Koranverse heilen dich auch von irgendwelchen Leiden. Ich meine, ich habe schon mit Menschen kurz geredet in den Chatrooms, die mir tatsächlich gesagt haben, die Bibel hätte sie von Amputationen geheilt. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, aber das ist völliger Bullshit, weil das wäre weltverbreitet und das wird dann von jedem Mediziner benutzt werden, selbst von denen, die nicht daran wirklich glauben, an Gott, weil sie halt opportunistisch sind, altruistisch sind, wollen sie die Menschen heilen, dann benutzen sie für auch solche Dinge. Aber weil es natürlich nicht funktioniert, können sie das nicht benutzen. Also völliger Schluss, aber das gibt's halt. Das heißt heilige Schrift. Es heilt, es macht wieder Sachen ganz. Also ein Heiligtum ist dann etwas, was, also das kommt wirklich von heilen? Es kommt nicht davon, aber es hat eine starke Verbindung damit. Also ein Heil. Weil man sagt ja auch Heilland. Das bedeutet, dass das gelobte Land, also wenn du da reingehst, bist du glücklich, bist du zufrieden, hast du Wohlstand, bla bla bla. Also es hat eine Verbindung damit. Das heißt nicht zu zwingen, dass es heilt, aber es hat eine klare Verbindung damit natürlich. Also ist für mich Heilland, ein Shangri-La ist ein Heilland. Ja, eben ein Glückseligkeitsland. Ja, ich fühle mich jedes Mal wohl, wenn ich da ans Frühstücksbuffet komme. Aber das hat ja auch eine Verbindung. Meine, wenn du schon allein im Gedanken gesund bist, in dem sehr fröhlich, dann hat das eine physische Auswirkung auf den Körper. Das ist ja wohl bekannt, und das ist auch der Placebo-Effekt. Also ja, aber dass du Amputationen damit heilen kannst, ist ein anderes Thema natürlich. Das ist natürlich zu gut. Nein, also die Aussage ist, es dürfte in meinen Augen nichts geben, was in irgendeiner Form ausgenommen sein sollte. Gibt es nicht. Man darf alles in Frage stellen, man darf über alles reden. Das ist Quatsch. Ja, aber gerade wenn du den Holocaust erwähnst, das finde ich ganz besonders in Deutschland, warum das so
dieses Schuldgefühl, ich meine, kannst du haben, das ist ja dein Ding. Wenn jemand ein Schuldgefühl haben will, okay, aber wenn man sagen will, den Neonazis oder den Nazis, ihr dürft das nicht leugnen, sonst macht ihr euch strafbar etc., dann sage ich, ich darf doch glauben, was ich will. Ich war ja nicht dabei, ich kann es gar nicht beurteilen. Rein theoretisch haben diese Leute auch recht. Es macht vielleicht nicht viel Sinn, das zu leugnen, klar, aber es macht genauso wenig Sinn auch zu glauben, dass Djinns vom Himmel mit Meteoriten abgeschossen werden. Ja, man muss es hinterfragen dürfen, ja. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch, dass die Deutschen da so noch so ein Nationalschuldgefühl haben und das wirklich mit Gesetzen aufrechterhalten wollen und eigentlich genau das Gegenteilige bewirken, dass Leute nur noch wütender werden und die Neonazis erst recht nicht sich quasi in die Gesellschaft, der Rest der Gesellschaft mit eingliedern, sondern sich davon abtrennen, muss man sich dann nicht darüber wundern, ganz einfach. Und vor allen Dingen, sowohl die Bibel als auch der Koran sind extremistisch. Ich meine, du kannst doch jetzt nicht sagen, der Inhalt, der dort steht, steht da eigentlich nicht. Ich meine, wenn im Koran ganz klar drinsteht, du sollst kämpfen, auch wenn du es nicht willst, dann kann ich doch nicht so tun, dass da steht, du sollst streicheln. Das ist doch, also ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie einer sagen kann, ich darf das, was da drin steht, nicht in Frage stellen. Ich darf das, was da drin steht, was extremistisch ist, nicht als Extremismus sehen, sondern ich muss es irgendwie weichspülen oder tünchen. Oder, das ist ja Blödsinn. Ich meine, wenn ich das rausschneide, was im Koran brutal und extremistisch ist, da bleibt vom Koran nicht mehr so viel übrig. Ich meine, wie oft sind denn da Sklaven und weiß ich was alles erwähnt? Wie oft steht denn da drin, dass Frauen Wesen zweiter Wahl sind? Das steht da andauernd. Ich kann doch jetzt einfach nicht einfach so tun, als ob das da nicht stehen würde. In der Bibel steht genauso drin, ja, Inzucht ist okay. Wenn der einzige Rechtschaffene in dem ganzen Dorf oder in zwei Dörfern, in Sodom und Gomorra, der Lot ist und der dann sich mit volllaufen lässt und mit seinen Töchtern Sex hat, dann kann ich doch nicht einfach so tun, als ob es das nicht gäbe. Das verstehe ich nicht. Also für mich ist das völlig unverständlich. Völlig. Kommen wir zum anderen Unverständlichen. Obwohl diese Aktion eigentlich interessant ist, da gab es in München-Gladbach eine wie soll ich das nennen, Generalversammlung von allerlei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, was ich interessant finde. Da gab es also die Salafisten, die haben ihre Lügen verteilt, und dann gab es die Aleviten, die haben ihre Lügen verteilt, und dann gab es die Falken, die Kommunisten, die jungen Kommunisten, die haben ihre Utopie irgendwie verteilt, und dann gab es noch diese, die sich davon abtrennen. Das ist eigentlich nur eine Bilderschau, und ich wollte eigentlich nur ein Bild benutzen für Stop Spamming, damit er ein bisschen was zu schmunzeln hat. Vielleicht. Nee, wie kommt der denn hier? Das ist eben ein Alevit, und das ist ja der Ali, der ist ja nicht einfach so. Das ist ja gar nicht. Hat der den denn abgegriffen? Das ist er so weit verbreitet. Warum wir das erwähnen, ist, diese Figur hier wird ja von mir animiert, Mundanimation wird da benutzt, und der spricht immer den Hadith der Woche. Das heißt, wir sind in der Türkei bekannt? Wow. Nee, nicht so. Das Bild ist einfach... Das hättest du gern, dass du in der Türkei mit dem Ali... Ja, Hadith der Woche, überall bekannt, sogar in der Türkei, siehst du? Oh, shit. Jedenfalls, die Bilderreihe, schaut euch die an, und die Kommentare lesen, ist eine interessante kleine Geschichte. Ich weiß nicht, willst du irgendwas dazu sagen? Ich fand es einfach lustig. Was ist das? Wie nennt es das denn? Ist das der Wettbewerb der Idioten oder der Wettbewerb der Märchenerzähler oder wie willst du das denn nennen? Immer dieses Leiden, das ist ja sowieso total Panne. Wer macht denn sowas? Was nützt einem ein Koran? Der Koran an sich ist unverständlich. Das heißt also, wenn ich einen Koran in die Finger kriege,
Ich habe ja mal mich beworben, ich wollte eigentlich mal im Fernsehen auftreten und den Leuten mal den Islam nahebringen. So, weil irgendwie die Leute schaffen das nicht. Dann habe ich mir überlegt, wie macht man das? Dann habe ich gesagt, ich drücke mal einem einen Koran in die Hand und sag mal, irgendeine Seite mit dem Finger auf irgendeinen Satz, den vorlesen und jetzt sagen Sie mir noch, was da drin steht. So, da kommt überhaupt nichts herum. Du kannst sagen, was du willst, du kannst irgendeine Passage nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die unverständlich ist, ist 90%. Weil der Koran ohne Interpretation unverständlich sinnlos ist. So, und was soll das dann? Das heißt also, ich drücke einem einen Koran in die Hand. Ja, das Einzige, was das ist, ist die Aufforderung, entweder zu sagen, ich hau das in die Tonne, weil das Blödsinn ist, oder ich sage, oh ja, jetzt ist ganz spannend, ich möchte mehr wissen, ich möchte jetzt in die Moschee gehen und wissen, was da alles dahinter steckt. Und dann erzählen die einem einen vom Pferd. Was anderes gibt es da? Nee, ich will direkt am Stand konvertieren. Das ja, da so stellen sie sich das vor. Man drückt einem den Koran auf die Stirn und das reicht, ja. Das Lustige ist ja, der Titel, ich muss jetzt die Lügen ein bisschen verteidigen. Der deutsche Titel ist ja die ungefähre Bedeutung des Korans. Also, ja. Und die ungefähre, das bedeutet eben 90% davon ist da sehr, sehr ungefähr. Sehr ungefähr. Aber was nützt mir das dann? Was nützt mir dann ein Koran? Was hat sich der Typ gedacht, der sich überlegt hat, wir geben jetzt ganz viel Geld aus und lassen jetzt ganz viele Korans drucken und die geben wir den Leuten. So, was hat er sich jetzt dabei gedacht? Wo ist der Erfolg? Ja, viel hat er sich nicht dabei gedacht. Er hat einfach gesagt, ihr sollt das verteilen. Hier habt ihr den Druck in deutscher Sprache. Und jetzt verteilt man das mal. Die frühen Versionen, so wie ich das mitbekommen habe von diesem Koran von der Lies-Stiftung, die hatten ja nicht mal irgendein Impressum und wurde nicht angegeben, wo das gedruckt wurde und keine Namen etc. Das mussten die aufweichen, weil sonst hätten die das gar nicht verteilen dürfen, etc. Also da waren die schon in rechtlichen Problemen. Also der Abunari hat das so verteidigt, weil das Gottes Wort ist und da darf man nicht den Anspruch erheben, dass das Buch von irgendjemandem gedruckt ist, bla bla bla. Dann haben die Gesetzeshüter natürlich da gesagt, nee, so nicht. Wir wollen natürlich schon wissen, wer das druckt, beziehungsweise von wo das kommt und woher das Geld fließt, etc. Wir wollen schon wissen, wer das publiziert hat, etc. So einfach geht das nicht. Und dann mussten die immerhin drucken halt, ich glaube, in Polen wird das mittlerweile gedruckt. Also so viele Details müssen die jetzt preisgeben. Das ist eine interessante kleine Hintergrundstory dazu. So. Nee, lassen wir das. Jetzt haben wir hier einen Artikel, den ich gebe es jetzt ganz offen und ehrlich zu, ich habe nur diesen Abschnitt gelesen. Einfach aus dem Grund, weil schon der hat mir völlig genügt, dass dieser Jan Rübel einfach nur pure Polemik betreibt, ohne irgendein sachliches Gegenargument gegen das Verhalten von Abdelsamad. So habe ich das auch verstanden. Ich habe mich auch gewundert darüber. Wenn er so einen Artikel schreibt und sagt, ja, da passt doch nichts, aber er bringt kein einziges Beispiel, was denn nicht passt oder warum nicht. Was ich dann gelesen habe, sind aber alle die Kommentare, die vorhanden waren. Und die sind alle ziemlich einstimmig, bis auf den allerersten. Der war pro Jan Rübel. Alle anderen hat man ein klares Bild gesehen, dass die alle den gleichen Gedanken haben. Wie kannst du eigentlich jemandem quasi unterstellen, er würde nicht sachlich sein, er hätte keine Ahnung, er würde keine Argumente bringen, etc. Aber selber nur Polemik betreiben, keine Argumente bringen, gar nicht sachlich sein, sondern ihn als Kasper deklarieren, als Hanswurst und sonstiges, aber selber genau auf dieser Schiene fahren. Also das hat quasi fast jeder hier beanstandet. Da gehöre ich auch. Ich wollte das auch noch irgendeinen Kommentar abgeben, aber leider habe ich keinen Yahoo-Account und da muss man sich mit Handynummern auch mittlerweile freischalten lassen und das will ich nicht. Und ja. Aber wie Abdelsamad zu seinem Urteil über einen Mann kommt, der vor 1000 Jahren gelebt hat,
Das erklärt er uns nicht. Ja, hör mal, jeder, der sich 2 Minuten mit dem Islam auseinandergesetzt hat, weiß, dass es primäre und sekundäre Quellen gibt im Islam. Das steht da drin. Da ist doch ganz klar in der Sunna erklärt, wie Mohammed wozu gebracht worden ist. Das muss man nicht erklären. Das verstehe ich nicht. Ein intensives Studium der zur Verfügung stehenden Geschichtsquellen würde ihn nicht zu seinen Psychothesen führen. Natürlich tun sie das. Das ist doch so wird das Leben von Mohammed laut den traditionellen Quellen des Islam beschrieben. Ich meine, das kapiere ich nicht. Aber das ist der Grund von Jan Rüppel. Er diffamiert eigentlich Abdel Samad, aber bringt keine Argumente, wieso das nicht stimmt, was Abdel Samad sagt. Weil er keine bringen kann, weil er selber vermutlich eben wirklich null Plan vom Islam hat und er könnte das ja ruhig verteidigen. Es gibt Stellen aus dem Koran, es gibt gewisse Gemeinschaften, die friedlich sind, es gibt alle diese Szenarien. Wieso bringt er die nicht als Argument, anstatt hier einfach über den Abdel Samad herzuziehen und versuchen, irgendwie eine Meinung zu bilden, den Menschen einzudrücken, die hinten und vorne nicht stimmt. Also ich verstehe vor allen Dingen, nicht, dass man... Er hat ihn ja nicht gefragt. Er schreibt ja hier, laut Wikipedia hat er Englisch, Französisch, Politik und Japanisch studiert. Ja. Dann setze ich mich doch mal mit dem Mann zusammen und unterhalte mich mit dem, wie er zu was kommt und lass den mal erklären, anstatt auf Wikipedia nachzulesen, was da über den steht. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du denn den Abdel Samad einfach kontaktieren? Das ist ja auch ein Problem, weil er halt so kritisch ist, ist er nicht so einfach zu kontaktieren. Und also ich habe es probiert, aber der hat sich nicht gemeldet. Eben, und der Jan Rüppel, der hat jetzt nur das quasi dieses Yahoo-Portal, so wie es scheint. Der hat nirgends sonst irgendwie eine Möglichkeit, seinen Stuss zu publizieren, also dem würde ich auch nicht zwingend jetzt antworten, wenn ich ein Abdel Samad wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kann man den Abdel Samad nicht mal kontaktieren und sagen, passen Sie mal auf, ich habe den Artikel im Yahoo-Nachrichten gelesen von diesem Jan Rüppel. Wären Sie bereit, ein kurzes Interview zu machen? Ich denke, das interessiert ihn gar nicht, weil ich meine, er wird mit dem Tode bedroht. Also ob sein Ruf jetzt da so quasi Schaden nehmen würde, nur weil es ein Jan Rüppel... Was ich aber ein bisschen idiotisch finde, und da muss ich jetzt dem Jan Rüppel recht geben, dass eine jüdische Gemeinde jemanden einen Preis gibt, bloß weil er gegen das ist, was für die Konkurrenz ist. Das ist für mich scheiße. Das heißt also, wenn ich Coca-Cola bin, gebe ich einem eine Medaille, weil er Pepsi niedermacht. Das finde ich in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe da keine Meinung zu. Ich finde es nur lustig, wie du das jetzt so schilderst. Aber mir ist das eine Jacke wie Hose. Like jackets and trousers, wenn man das wortwörtlich übersetzen würde. Ja, aber ich würde mir ziemlich doof vorkommen, wenn ich als Jude jetzt jemandem einen Preis gebe, der den Islam anders darstellt. Also da würde ich mir voreingenommen vorkommen. Ja, wenn ich einer von diesen Juden bin, der dazu steht, dann würde ich mich natürlich freuen, dass einer den Islam niedermacht, so wie quasi wie Abdel Samad. Dann kann ich den Preis verstehen, aber ich sehe keinen Sinn darin, jemanden einen Preis zu verleihen, weil er kritisch ist gegenüber einer Sache. Also. Ja, aber ich habe auch nichts davon, oder sagen wir, ich halte nicht viel von dem, der Freund von meinem Feind ist auch mein Feind. Da halte ich nicht viel von. Na, sagst du genau richtig. Gehen wir weiter. Das ist ein interessanter Fall. Also ich habe von dem Fall vorher eigentlich nicht groß was gesehen in den Medien oder das nicht wirklich mitverfolgen können. Da ist eine junge Dame, also knapp 30 ist sie jetzt, hat sie sich von ihrem Mann, von einem Türken, getrennt und ist mit ihrem Kind ab nach Syrien, um für den Dschihad zu kämpfen, für die Menschen zu kämpfen.
Nun, der Fall ist insofern interessant, weil sie anfangs halt mit Morddrohungen um sich geworfen hat und auch ihre Kinder mit Kalaschnikow fotografiert hat, etc. Aber sie ist eine Zeit zurückgekommen und dann wurde sie natürlich angeklagt und hier hat sie dann gesagt, ja, quasi das Märtyrum, das Sterben für den Islam ist einfach eine Art zu sterben. Das heißt nicht, dass sie gewalttätig werden wollte, obwohl es eben diese Sprüche trotzdem am Anfang gab, etc., wegen Totschlag von anderen Menschen. Was gibt's da sonst noch Interessantes? Also die Staatsanwaltschaft, die wollte sich quasi wegen Terrorismus, glaube ich, drankriegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das Gericht hat sie dann vom Terrorismusverdacht losgesagt, weil sie quasi Pluspunkte gesammelt hat und sich auch nicht als Terroristin, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, Zugeständnis einfach gemacht hat, dass sie eine Terroristin war. Die Pluspunkte hat sie gesammelt, weil sie sehr oft umgezogen sei in Syrien selber, um der Gewalt zu entgehen. Ab wie viel Mal umziehen darf man Terrorist sein? Das ist ein anderes Thema, aber ich persönlich halte von dieser Ausrede absolut gar nichts, weil sie ist in erster Linie schon Idiotisch. nach Syrien gezogen. Also hier zu sagen, der Gefahr aus dem Weg zu gehen, halte ich für eine blanke Lüge, weil das kann nicht sein, ich gehe nach Syrien, aber ich ziehe dann in Syrien immer um, weil dort die Gefahr droht. Also, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Ausrede. Das Urteil hat aber insofern eine gewisse Brisanz in meinen Augen, weil sie nicht als Terroristin dargestellt wird vom deutschen Gericht. Bedeutet, sie hat gegen Assad-Regime quasi irgendwie gekämpft. Jetzt, sie selber sagt nicht mit Gewalt, aber sie hat dagegen gekämpft. Und das deutsche Gericht anerkennt das als Nicht-Terrorismus. Das bedeutet doch, dass das deutsche Gericht hier, das höchste Gericht hier sagt, Assad sollte auf jeden Fall gestürzt werden. Und jeder, der gegen ihn kämpft, ist eigentlich gar kein Terrorist. Das implementierte sich für mich in den Gedanken irgendwie. Was hältst du von der Sache? Nein, ich finde das Blödsinn. Also für mich ist das so, als ob ein Gericht hier verzweifelt gesucht hat nach einer Möglichkeit, die man reinschieben kann, um die zu begnadigen. Aber was hältst du jetzt vom Terrorismus quasi? Freispruch. Naja, Was eben. hältst Es geht nicht. Man kann, es gibt keine Entschuldigung für Terrorismus. du? Was denkst du, was hätte das Gericht wenigstens machen müssen, deiner Auffassung nach? Sie wegen Terrorismus verurteilen, wegen versuchter, das ist erstens mal Anstiftung, das ist zweitens mal Drohung, da ist alles da. Ich meine, ich kann doch nicht einfach rumlaufen und sagen, ich knalle jedem den ab, der hier ungläubig ist. Ich kann nicht sagen, ich springe alle in die Luft, die das nicht wollen, was ich will. In meinen Augen sind das Straftaten. Das ist egal, ob das von einer religiösen Wahnsinnigen oder einem nicht religiösen Wahnsinnigen ausgesprochen wird. Das ist völlig egal. Aber das Problem ist ja die Brisanz dahinter, wie ich gesagt habe. Ich denke, wenn jetzt das Gericht gesagt hätte, ja, du bist eine Terroristin, dann hätte doch das Signal gegeben, weil es von dem höchsten deutschen Gericht kommt, dass gegen das Assad-Regime zu kämpfen mit Gewalt Terrorismus bedeutet. Dann könnte sich die Rest der Regierung quasi nicht mehr so einfach dahinter stellen und sagen, Assad muss weg. Verstehst du, was ich meine? Nein, für mich ist Terrorismus immer Gewalt gegen Zivilisten. Und das Assad-Regime kämpft ja nicht mit den, also Assad steht ja nicht mit einer Faust da und verteilt Ohrfeigen, sondern das ist das Militär, was Leute tötet. Und Ja, aber das hat das dann meine mit ich ja. Terrorismus nichts zu tun. Terrorismus ist immer Gewalt gegen Zivilisten mit einem politischen Ziel. Und das ist ja in Syrien sind die Rebellen diejenigen, die das Militär angreifen. Aber die greifen jetzt das Militär an. Das ist ja dann kein Terrorismus. Wenn da jetzt Zivilisten
mit zu Tode kommt, dann ist es wieder Terrorismus. Und dann sage ich, jawohl, das sind ganz klar Terroristen. Ja, klar. Und also für mich ist ein militärischer Einsatz vielleicht nichts zu suchen. Für mich ist ein militärischer Einsatz immer auch Terrorismus. Also ich persönlich kann das gar nicht trennen. Weil okay, ich trenne das, ja. Ich meine, du kannst nicht in irgendein Land einfallen, auch keinen Bürgerkrieg betreiben und sagen, du gehst nicht gegen Zivilisten. Es funktioniert einfach nicht. Irgendwie gehst du immer gegen die Gesellschaft, gegen die Zivilisten. Also, ja, aber Staatsterrorismus ist Krieg. Ja, das Problem ist, die USA hat zum Beispiel seit Vietnam mehr keinen Krieg mehr geführt. Natürlich. Ja, nee. Sie haben nie einen anderen Feind, eine offizielle Kriegserklärung ausgesprochen. Das ist mir scheinbar. Einem anderen Staat. Verstehst du, wenn du sagst, der Krieg, wenn es nationaltechnisch das vonstatten geht, die USA betreibt also seit Vietnam eigentlich nur Terrorismus auf der Welt. Ja, okay, so kann man das sehen. Nur in meinen Augen haben wir einen, also für mich ist Krieg das, wenn ein Mensch mit einer Fahne auf dem Arm einen Menschen umbringt, der eine andere Fahne auf dem Arm hat. Ja, okay, das kann man als eine besondere Form des Terrorismus bezeichnen. Ja, aber für mich ist Terrorismus, also nein, ich übe ja keinen Terror aus, indem ich einen Soldaten bedrohe, weil der Soldat ist ja genau das. Das ist dann kein Terror mehr. Der Soldat ist ja der professionelle Killer und den kann man nicht terrorisieren. Der professionelle, legitime gegenseitige Tötung, ja. Naja. Ja, legitim nicht, legitim ist das noch lange nicht. Also, danach, wenn du das als Krieg definierst. Ja, aber ich behaupte, dass ein Krieg nicht unbedingt das ist, was einer Kriegserklärung folgt. Also auch wenn ich keine Kriegserklärung abgebe, kann ich trotzdem in einem Krieg sein. Weil für mich ist der Irak-Krieg, der Afghanistan-Krieg ganz klar ein Krieg. Weil ein Krieg ist das, wenn Menschen sich gegenseitig töten. So, wenn das dann Zivilisten sind und keine militärischen Kräfte, dann ist es Terrorismus. Ich denke, wir gehen weiter. Ich finde einfach, das Urteil brisant, hat eine gewisse Brisanz, weil in meinen Augen ist das genau der Punkt, warum sie halt nicht als Terroristin dargestellt wird. Damit man die quasi immer noch die Legitimation hat, gegen Assad zu sagen, du musst weg. Das ist einfach so meine Interpretation vom ganzen Urteil. Warum sie keine Terroristin sein soll. Ja, was war diese Geschichte? Genau, da wurde ein Brief von der Polizei, also so ein Flyer verteilt, der quasi Anzeichen deuten lässt, beziehungsweise man die Anzeichen erkennen kann, wann ein Jugendlicher sich langsam radikalisiert. Dann gibt es den Bart, den man sich wachsen lässt, dann gibt es da die Kleidung, die sich verändert, etc. in eine spezifische innermuslimische Gegebenheiten quasi, dieses komische Wüstenkleid, das in Europa eher wenig Sinn macht und keinen praktischen Nutzen hat. Sondern ein klares Signal gibt, zu was man steht, etc. Also es gibt schon Anzeichen, die darauf hindeuten. Und eben die Polizei in Torgau hat so einen Brief verteilt, also einen Flyer verteilt, dass man halt darauf achten kann, was für Anzeichen das sind. Und dann gibt es halt, was mich halt gestört hat, diese Gutmenschen, die sagen, das ist ganz böse, was die Polizei hier gemacht hat, das geht nicht, das ist schon Rassismus und solche dämlichen Sprüche. Also völlig banale Dinge eigentlich, die Polizei einfach mitteilt, worauf man achten kann und was Anzeichen sind. Das sind nun mal Anzeichen. Wenn sich ein Jugendlicher plötzlich mit einem langen Bart finden lässt, mit einem Oberlippenbart aber rasiert, mit seinem dämlichen Käppi und seinem Wüstenkleidchen da in der Schule angetanzt kommt,
dann ist da was Drastisches passiert. Dann ist das ein Zeichen sehr deutlich, dass der da radikalisiert wurde. Bedeutet nicht zwingend, dass er mit Gewalt irgendwas anstellt, aber er wurde radikalisiert. Er wurde radikal in was anderes verwandelt oder hat sich selber in was verwandelt. Aber ich glaube, das ist nur ein Fakt. Aber ist das nicht eher Fundamentalismus, dass der Radikalismus dann erst danach kommt? Ob das danach kommt, das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nicht. Das sehe ich fast schon auf Augenhöhe. Weil wenn ich Fundamentalist bin, dann bin ich am Fundament. Genau. Dann bin was ist dann ein Radikaler? Ja? Bedeutet radikal, ich benutze nur das Fundament? Oder was bedeutet dann aber Fundamentalist? Da benutzt ihr auch dann irgendwie. Nein, ein Radikaler ist jemand, der sowohl Fundamentalist als auch, also nicht Terrorist, darf ich jetzt nicht benutzen, sondern auch gewaltbereit ist, sagen wir mal so rum. Das kann doch der Fundamentalist auch. Wieso soll der das? Ja, natürlich kann der Fundamentalist. Aber du musst erstmal Fundamentalist sein, bevor du Radikalist wirst. Also du kannst nicht Radikalist werden, einfach ohne was. Das heißt, du musst erstmal eine Überzeugung haben, die den Radikalismus überhaupt erstmal erlaubt. Und dazu musst du erstmal Fundamentalist sein, glaube ich, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach sagt, nee, ich bete jetzt einen Gott an und deswegen bin ich jetzt radikal. Nee, du musst erstmal fundamental eingestellt sein zu dem, dass du sagst, okay, Gott ist nicht nur einfach ladida, sondern ich muss das wirklich machen. Und in dem Augenblick, wo ich dann Fundamentalist bin, werde ich dann empfänglich für Sprüche wie, ja, wenn du aber das glaubst, dann musst du auch dafür eintreten. Und dann wirst du radikalisiert. Ja, deine Erklärung macht insofern schon Sinn, aber ich kann das jetzt... Frage umgekehrt. Kann es friedliche Fundamentalisten geben? Ja, das ist auch eine komische, eine schwere Frage, weil ich meine, du müsstest quasi wirklich wissen, was bedeutet Fundamentalist zu sein. Also ich kann das dir nicht beantworten. Ich müsste über verschiedene Definitionen von diesen zwei Wörtern, um da irgendwie entweder Parallelen zu ziehen oder zu sehen, was zuerst kommt und ob das eine aus dem anderen wirklich kommen kann überhaupt. Also kann ich dir so nicht einfach beantworten. Die Frage ist dann natürlich, kann es einen friedlichen Fundamentalisten geben? Ich weiß nicht, ich könnte schon vorstellen, dass einer sagt, ich bin fundamental insofern, dass ich nur die fundamentalen friedlichen Sachen aus dem Koran herauspicke. Kann ich mir auch vorstellen. Aber das ist jetzt so eine Definitionssache, die ich nachforschen müsste, in verschiedenen Definitionen, aus verschiedenen Quellen sozusagen. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich fand einfach den Artikel interessant, weil halt die Gutmenschen quasi wieder Rassismusvorwürfe bringen etc., die einfach keinen Sinn machen, einfach wirklich keinen Sinn machen. Mhm. Weil Islam ist und bleibt keine Religion. Da kann man auch von Tierquälerei reden. ja, wir sind Tiere und die Polizei quält jetzt die Tiere. Es ist Tierquälerei. Ja. Da hast du vollkommen recht, das ist Tierquälerei. Naja, also ich finde es wichtig, dass man die Leute ein bisschen aufklären versucht. Und die Polizei hat auch hier gesagt, wir haben uns das ja nicht aus dem Finger gesogen, sondern wir haben extra Experten herangezogen, die uns darauf ein bisschen trimmen und uns das erklären, was für Anzeichen das sein können. Also die Polizei guckt sich ja nicht einfach ein paar YouTube-Videos an und sagt, oh, guck mal, der Sven Lau, der sieht jetzt so aus und wir drucken das einfach so in unseren Flyer rein. Nee, die Polizei tut schon manchmal rechtens ihre Aufgaben. Also es ist nicht so, dass sie... Vor allen Dingen, wie sollen wir es denn sonst machen? Ja, das ist die andere Frage. Wie soll man es sonst machen? Ich meine, du hast sonst keine andere Möglichkeit. Irgendwie musst du irgendwo anfangen, ganz einfach. Irgendwo einen gewissen Punkt finden, wo du anfangen kannst. Ja, bleiben wir doch im Thurgau.
Allahs Missionare erneut aktiv. Also wenn man schon das Wort Allah, das arabische Wort benutzt, dann könnte man da auch benutzen, Allahs Dawa erneut aktiv. Wäre doch sinnvoller, meiner Meinung nach. Man könnte es doch einfach entweder ganz deutsch lassen oder halt gewisse Worte, die man kennt. Die meisten glauben ja, dass das Allah das arabische Wort, der arabische Name Gottes ist. Und viele Muslime versuchen das ja auch so hinzustellen. Jedenfalls. In Frauenfeld, das war, glaube ich, vor einem halben Jahr, hatten wir schon die News, dass DVDs in den Briefkästen gelandet sind, die Marcel Krass, den großen Gelehrten, deutschen Gelehrten im Islam, gezeigt haben. Und das wurde schon damals kritisiert, dass das nicht so ganz korrekt ist, diese Verteilung. Da stimmt irgendwas nicht. Ich meiner Meinung nach hätte ich die DVD zwar gerne gesehen, ehrlich gesagt. Ich hätte diese gerne in Empfang genommen, einfach um zu sehen, was für Stutz der von sich lässt. Aber jetzt wurde nur ein Flyer verteilt, ein Flugblatt hier. Und da wurde dann auf eine Webseite verlinkt mit Marcel Krass Videos. Leider steht hier kein Link genau. Ich weiß nicht, ob ihr einen Kommentar hier einen Link. Nee. Wird hier nicht beschrieben, wo genau das hinlandet. Ich kann es nicht sagen. Ich finde es einfach lustig, dass hier weiterhin dieser Marcel Krass wirklich gelehrt quasi. Idiot. Ja, aber es gibt doch diese Vorzeigemuslime. Es gibt doch genauso in Jeddah, gibt es auch diesen ehemaligen Navy-Arzt, der auch Vorträge hält. Ein Dr. Brown ist das, glaube ich, heißt der. Und der wird als Vorzeige Muslim genommen. Es gibt also immer so Konvertiten, die meist, die mausern sich dann als irgendwelche Leute, die werden dann rumgezeigt und rumgeführt, siehst du auch in den Ländern und so weiter. Und die kriegen wahnsinnig viel Geld von Saudis. Also der Vogel hier, der schießt ja den Vogel ab mit seinem Einkommen. Was der alles verdient von den Saudis, das ist absoluter Wahnsinn. Genauso wäre der Green von Aira. Das ist ja auch so ein Typ, ne? Weil gerade wenn du groß und blond bist, dann wirst du gerne genommen und rumgeführt als der Ausländer, der dann auch noch arabische Sprüche runterleiern kann und so. Das wird gern gesehen. Ja, aber ich meine, der Marcel Krass, also zumindest, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber er hat sich immer früher in seinen älteren Videos groß profiliert als Ingenieur, als ob das irgendwie eine Beweiskraft hätte. So quasi, ich bin Ingenieur und ich bin konvertiert und das hat er immer wieder gebracht, ich bin Ingenieur und auch sein Titel hat er immer da reingedruckt, ich bin Ingenieur. Na und? Du hast ein Studium gemacht und du kannst Sachen erfinden, schön und gut, also erfinde bitte Sachen. Mach doch das, was du gelernt hast am besten. Er kann Wasserhähne entwerfen. Ich weiß nicht, was er für einen Ingenieurstitel genau hat, aber das wäre immer noch sinnvoll für die Menschen, wenn er Wasserhähne entwickelt und diese Ideen vielleicht frei Haus den Afrikanern bietet und seine Ingenieurskunst quasi darauf spezialisiert, Wasserförderung zu genau, ja. Betreiben. Da würde doch für die Menschen viel mehr tun, als jetzt die Leute mit seinen dämlichen, komischen, völlig absurden Thesen zum Islam rüberzutreten lassen. Das, ja, aber Muslime sind sehr leicht zu beeindrucken. Das sind sie hier. Ne? Ich habe langsam den Eindruck, dass gewisse Muslime einfach eben dieses pascalische Modell benutzen, dass sie einfach quasi irgendwie an Gott glauben wollen. Sie sind damit halt aufgewachsen mit diesem Allah und dann bleiben sie da einfach dabei. Aber ich denke nicht, dass die meisten sich mittlerweile wirklich, wenn sie irgendeine normale Schule besucht haben in Deutschland, der Schweiz und so, eine ein bisschen laizistische Schulrichtung, dass sie so ein Mist überhaupt glauben können aus dem Koran wirklich. Also die Mehrheit ist ganz klar, sieht man einfach, dass sie das gar nicht glauben wollen, diesen Quatsch aus den heiligen Büchern. Ja, das sind kulturelle Muslime, die einfach nur mitmachen, die auch mal so ein paar Rituale mitmachen, aber nicht irgendwie aus Überzeugung, sondern genau wie du sagst eben, naja, dann mache ich ja nichts verkehrt, wenn ich das mache.
dass sich natürlich einige Jugendliche einfach überzeugen lassen, die gerade eine Krise haben. Das ist völlig, völlig normal, denke ich. Und das, genau die sprechen auch der Pierre Vogel, Sven Lau und so etc. an. Das sind genau die Jugendlichen, die halt irgendwie aus dem Familienhaus ein bisschen vielleicht nicht freundliches Umfeld haben, weil sie ihre Sprache, also die deutsche Sprache nicht ganz beherrschen, nicht ihre Sprache, sondern die deutsche Sprache. Ich kann das nicht nachvollziehen. Du sprichst ja gut Deutsch. Du aber der Pierre Vogel nicht. Der Pierre Vogel, der spricht auch gut Deutsch. Oder? Ich kann das nicht nachvollziehen. Bei dem ist alles Ja, da kommt halt aus der Ecke. Aber ich, wie gesagt, das sind genau diese Gruppierungen, die diese angesprochen werden. Die Jugendlichen, die gerade keine Perspektive haben, die bekommen dann eine Gemeinschaft, die bekommen Brüder, die in der Freizeit mit ihnen was machen. Und es ist ein soziales Umfeld. Das kann man natürlich. Brüder, die, hallo Bruder, kommst du was machen? Ja, aber die reden ja in ihren dämlichen Videos genauso. Oh Bruder, Bruder Achim, das Pierre Vogel hat ja, glaube ich, immer seinen Bruder Achim dabei und nennt ihn auch immer wieder Bruder. Also die sehen das schon natürlich als Gemeinschaft und die wollen das genauso propagieren. Also das ist ja nichts Neues. Du kennst doch Adnan Rashid, ne? Ja. Ich habe so, das Bild vor mir. Er hat doch einen Sohn, der Musa Adnan, der wird jetzt aktiv. Und der hat sich jetzt den Ali genommen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der beim Dawaman immer wieder auftaucht. Und die beiden sind dann irgendwo rumgezogen und haben irgendwo Leute bekehrt. Und haben sich aufgeführt. Ich habe dann als Kommentar geschrieben, seid ihr schwule Muslime? Die haben sich wirklich wie Schwule aufgeführt. Mein Gott, bin ich da angefeindet worden. Naja, ich habe nichts dagegen, wenn du wirklich einen guten Freund hast, also mit dem alles machst, aber in ständig quasi, nur weil deine Religion irgendwie das Wort auch immer wieder benutzt, Bruder, Bruder, Bruder. Ja, was, seid ihr warme Brüder oder was ist los? Genau. Und so wie die sich da gegenseitig da rumgetotelt und betatscht haben, da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wie heißt das so? Musa Adnan. Und der andere ist der Ali Dawa. Genau, das ist der Musa. Und da gibt es jetzt irgendein Video mit dem Ali Dawa. Diese zwei hier. Genau. Und dieses Video? Ja, der Ali, das sieht schon ein bisschen schwul aus. Ich glaube, der hat hier Augentusche und so. Also. Ja, da kann schon ein bisschen schwuler sein, wieso nicht? Vielleicht hat er hier ein Kleid. Wenn du schwul bist, das ist so fucking what. Aber ich sage das ja nicht an. Guck dir das nur Bild fünf weiter rechts an. Fünf weiter rechts, das? Nein, nicht das. Das hier. Huch, nee. Nee, das ist ja nicht da. Das da. Das ist ein anderer hier. Ja, aber so sind die dauernd dran. Ja, aber so laufen doch auch immer die Perser rum. So also werden sie zumindest in vielen Filmen dargestellt. Na ja, cool, ich kenne das ja, aber... Diese leicht Metrosexuellen, die offen mit ihrem Körper rumgehen, etc. Aber wie die in dem Video miteinander rumgrapschen, das habe ich, also, hab ich gedacht, ich spinne. Ja, wie gesagt, vielleicht... Auto da unten, genau. Das ist, Auto. Das ist eine Szene aus diesem Auto. Germany, mein Name, Trip to Germany, genau. Ah, das. Und so sind die ganze Zeit dran. Ja, vielleicht sind das wirklich zwei Schwule, die haben sich jetzt getroffen, die haben sich jetzt offen gegenseitig das ausgesprochen. Sie erkennen sich gegenseitig. Sie haben sich gegenseitig erkannt und sind damit glücklich. Hoffentlich outen die sich dann irgendwann, wenn das da wirklich der Fall ist. Wieso nicht? Aber das war für mich so dermaßen offensichtlich und Leute können das irgendwie nicht verkraften. Da sind Leute so böse geworden.
Na, guck mal. Grüß dich, Jakob. Jetzt, wo es um Schwule geht, jetzt kommt er dazu, ja. Das ist aber gemein. Grüß dich. Sehr, sehr, bist sehr leise. Ich bin sehr leise, okay. Jetzt nicht mehr. Okay, gut, hi. Ich wollte eigentlich nicht so viel mitreden, weil ich noch ein bisschen am Arsch Okay, bin, aber tschüss. ich. Was ist denn, wieso seid ihr so gut gelaunt? Warum nicht? Ah, gute Ich Frage. hab wenig geschlafen, das Hör ist mal, bei man kann mir. doch nur so viel weinen. Irgendwann hört's auf. Ja, da hast du recht. Nee, ich wollte eigentlich nur wichtig sagen, dass du die Kommentarfunktion deaktiviert hast auf dem Stream hier. Habe ich nicht, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was YouTube gemacht hat. Ah, okay. Keine Ahnung, wieso das deaktiviert ist. Ich dachte, ja. Sobald das Video dann normal online ist, wenn es fertig konvertiert ist, funktionieren die Kommentare automatisch wieder. Ich kann es nicht sagen, was da das Problem ist. Ja, okay. Ja. Gute Aber Laune. sag, was du sagen wolltest. Nix, nix. Ich hab nur gesehen, er macht homophobische Dinge jetzt und dann dachte ich, ja, müsst ihr aufpassen. Nein, ich habe ein Video gesehen. Ja, ich kriege da von allen möglichen Leuten Videos, egal ob das jetzt Twitter ist oder Facebook oder was immer. Und dann soll ich irgendwas dazu sagen. So, jetzt habe ich mir eins angeguckt, wo die Jungs irgendwo in Paris oder Deutschland oder wo immer die waren, da sind die halt mit dem Auto hingefahren, fahren dann rum. Und dann fiel mir auf, dass die sich ständig irgendwo begrapschen, betatschen und immer aneinander am Hals hängen und weiß ich was alles. Und dann habe ich dann als Kommentar reingeschrieben: Hör mal, seid ihr schwule Moslems? Sonst nichts. Nur eine Frage. Und zwar einfach nur ganz direkt. Und da bin ich ziemlich hart, da kriege ich jetzt persönliche Messages und weiß ich was alles, was ich doch für ein Arschloch wäre. Ja, Nur das. weil sie ständig betatschen. Du weißt ja ganz genau, dass das nicht auf, dass du keinen offiziell als schwul bezeichnen kannst, wenn er schwul ist. Das geht nicht. Ja, natürlich geht das nicht. Deswegen mache ich es ja. So wie da, wo, ich weiß nicht, mein Gedächtnis, irgendwo, war das bei euch oder wo ich das gesehen habe, da gab es doch so einen Saudi, der hat doch seinen Mitarbeiter, also seinen Haussklaven sozusagen, weil das sind, die sind ja bei den Haussklaven zusammengeschlagen. Und der hatte aber mit dem eine sexuelle Beziehung. Und beim Gerichtsverfahren war das dem total egal. Der hat die ganze Zeit nur argumentiert, nein, ich hatte mit dem nichts. Also, dass der den geschlagen hat oder Das ist doch Krankenhausgeschlagen, egal. absolut egal. Scheiße. Hauptsache, wichtig war nur festzustellen, dass er halt mit ihm, also dass er halt nicht schwul ist. Alles andere, dass er den, oder was war das noch? Ich weiß nicht, ob ich das immer bei euch sehe oder woanders. Da war einer, auch wieder ein Saudi-Typ, der hat doch so eine, seine Frau hat ihn beim Begrapschen des Hausmädchens gefilmt und Naja, wollte das es habe ihm ich gesehen. heimzahlen und jetzt kriegt die Frau dafür Ärger. Ja, Hart. das war bei Das Gin and Tonic. ja. Na gut, ich weiß, ja genau, Gin and Tonic gucke ich irgendwie nicht mehr, weil das irgendwie weg ist. Ich kann nur dann Archiv immer gucken, voll komisch. Wollt ihr da nicht nochmal einen YouTube-Channel machen und so oder irgendwie? Ich baue Du jetzt, ja, kannst ich das. habe gerade einen aufgemacht, nur ich kriege keine Telefon. Im Augenblick sind alle Telefonleitungen irgendwie gesperrt. Du kriegst bei YouTube keine längeren Videos mehr runter. Aha, okay. Da muss ich mir wieder Also eine Telefonnummer du kannst das suchen. auf One kannst du das noch sehen, Jakob. Du gehst Ja, einfach ich weiß. live. Ja, du musst da einfach nur Telefonnummer eingeben. Wenn du willst, Nein. kann ich dir. Wenn du willst, kann ich dir Brauche eine eine Telefonnummer, die geben. das bestätigt, wo ich dann den Code bekomme. Ja, ich weiß, ja. Hast du So. keine SMS-Karte, SIM-Karte oder so? Wenn du willst, kann ich dir, kannst du mir dann eine schicken oder so, dann kann ich dir eine machen. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Du musst ja so einen Code, also du musst ja so eine Telefonnummer da eingeben. Entweder per Sprach, also mit Anrufen sagen dir die, oder per SMS. Genau. Genau. Und wenn du deine Nummer eingibst, ist immer gesperrt, oder was? Nein, der akzeptiert die Nummer nicht. Was steht da? Wurde schon verwendet, Ja, oder? genau. Ja, genau. Okay, dann warte, ich schicke dir mal eine Seite, weil so mit YouTube kenne ich mich ein bisschen aus. Also. Der Stop-Spamming hat schon ein paar Nummern und Services probiert. Das ist ja nicht das Der Problem. Service Okay. hier, der Nein, nein, funktioniert nein, nein, schon. nein. Die sind ja gesperrt, die 206-Nummern. Die sind gesperrt. Ja, guck mal, geh auf die Seite, die ich jetzt. Nee, Jakob, Entschuldigung, ich bin einen Schritt voraus. Die K7, die geben dir 206-Nummern.
Ja. Und 206-Nummern sind bei Google mittlerweile bekannt und sind gesperrt, werden nicht mehr akzeptiert als Verifikationsnummern. Ja, du musst halt ein paar Mal versuchen. Kriegst, Ja, habe die ich haben ja. nicht nur 206 Nummern. Also ich habe mehrere Nummern, mehrere E-Mail, ich habe bestimmt 10 E-Mail-Adressen probiert, habe verschiedene Nummern bekommen Okay. und habe dann diese Nummern durchgegangen. Dann habe ich ein paar Tage gewartet, weil ja K7 auch irgendwann blockt. Und Genau. dann habe ich ein paar Tage gewartet und habe das Ganze dann nochmal gemacht und die sind alle geblockt gewesen. Okay, dann ich habe hier noch einige SIM-Karten da. Wenn du willst, kann ich dir eine geben. Das heißt jetzt, ich habe noch einige SIM-Karten Ja, hier. ich hab SIM-Karten. Okay? Ich kann die jetzt einstecken und habe eine neue Nummer. Und dann gebe ich dir die Nummer. Ich sag dir dann, also du kannst die Nummer eingeben und wenn ich die SMS bekomme mit dem Key, kann ich dir den Key geben, wenn du willst. Ja, sofort. Ja, klasse. Mensch, Okay, danke, das wäre super. warte, dann mache ich das gleich mal. Ich sehe einfach persönlich das Problem hier, dass der spammigste YouTube-Channel dann, wenn er den Gin and Tonic-Account dazu quasi damit verbindet, nicht lange lebt. Ja, das Das vermute ich sehe auch. ich die Gefahr. Weil ich meine, es ist sogar sein deutscher Weg zu die Weg. Die wahre Religion wurde gesperrt Ja, ich aus. weiß. Aber das Problem ist, du musst da halt rigoros dahinter gehen und auch wirklich Druck machen bei YouTube, weil die machen ja nur was, wenn man wirklich da die ganze Zeit, sagen wir auch mal, das gut begründet und so, weil viele Sachen, du weißt ja selber, die sind ja fake, ne? Also Also. ich habe dem, ich glaube, jeden zweiten Tag dieses Formular geschickt. Ich erhebe Einspruch und habe gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist eine Kampagne. Jeder kennt diese geschlossenen Facebook-Gruppen, wo einfach nur irgendetwas angeklickt wird, ohne irgendeine Hand und Fuß. Wenn ein Mensch sich das anguckt, sieht er das sofort. Aber sie sehen das nicht und deswegen will ich einfach nur mal so lange schreiben, bis sich das mal ein Mensch anguckt. So, hat aber anscheinend nie ein Mensch gemacht. Als ich noch mein Iran-Video hatte, und deswegen sinnlos viele Views hatte, da hatte ich einen direkten Ansprechpartner. Da konnte ich wirklich eine E-Mail an einen schreiben, der das dann überprüft hat. Da ging das noch. Aber seitdem das Iran-Video weg ist, bin ich einfach ein Furz und deswegen machen die da nichts mehr. Ja, normalerweise müsstest du halt hingehen und dann, du hast ja den YouTube-Channel gelöscht bekommen. Du müsstest halt zu YouTube hingehen und sagen, okay, dass du willst, dass die den Channel wieder reinmachen, weil das sind das Das habe Unter. ich. Ich habe denen sogar einen Monat Zeit gelassen und habe denen dann gesagt, pass mal auf, es gibt jetzt sehr viele Nachfragen nach einer bestimmten Sendung, wo ein Akademiker bei uns zu Gast war. Können Sie mir wenigstens dieses eine Video zur Verfügung stellen? Ich weiß, Sie haben den Kanal geschlossen, weil da irgendeiner behauptet hat, wir hätten da was ganz Schlimmes gemacht. Was genau, weiß ich nicht. Aber könnten Sie mir bitte wenigstens dieses Video zur Verfügung stellen? Haben die gesagt, der Kanal wurde geschlossen. Ja, das ist. Die sind halt auf der einen Seite wieder stur. Das Problem ist, du musst halt wirklich, keine Ahnung, 100.000 Subs haben oder so, dann werden die da richtig aktiv. Weil die da immer davon ausgehen, okay, wenn du jetzt 100.000 Leute hattest, dann kannst du ja über so einen Zeitraum keinen Schabernack betrieben haben. Dann schicken die da einen halt hin. Das hat, die haben auch Thunderfoot zugemacht. Ja, aber der ist ja, hast du ja gesehen, da hat sich da halt wieder, und das ging dann nicht durch, dann hat sich. Sheraton's, ja, mal geht's nicht. Hör mal, wie oft ist mir der Kanal zugemacht worden? Dann war er wieder da, weil ich mich gewehrt habe. Nur irgendwann hat Google da kein Interesse mehr dran. Das ist ja für die Arbeit und die wollen keine Arbeit, die wollen keine Kanäle haben, die irgendwie Aktivisten sind, sondern die wollen Frauen mit PewDiePie großen haben. Busen haben, die Schminktipps geben. So, das ist das Schönste, da machen sie ganz viel Geld mit. Aber doch nicht mit meinem Kanal, der kritisch ist, da haben sie doch nur Ärger mit. Also machen sie meinen Kanal zu, also haben sie weniger Ärger. Haben sie irgendwelche Einbußen? Ja, 2,50 €. Ja, das hilft denen auch nicht viel. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe übrigens die Nummer im Chat gepostet. Müsstest du nur Ah. eingeben, wenn ich die SMS bekomme, schreibe ich dir sofort den PIN. Muss natürlich Deutschland auswählen, ist eine deutsche SIM. Ich meine, das machen wir jetzt gerade öffentlich.
Wieso, das ist legit? Ich habe nirgendwo gesehen in den Das ging AGBs, gegen das die Richtlinien. überhaupt nicht. Da steht nur, dass man nicht die Nummer zweimal verwenden. YouTube-Konten kannst du so viele haben, wie du willst. Da steht nirgends, dass du nicht mehrere haben kannst. Ich hab letztens vom Kunden, weil ich seine AdWords-Kampagne machen muss, und da ist mir erstmal aufgefallen, wenn ich selber eine AdWords-Kampagne habe, also auf meinem Google-Konto, haben die keine Möglichkeit, dass sich das miteinander verbindet. Das heißt, dass ich auf seine zugreifen kann. Das heißt, ich brauche ein neues Google-Konto. Da steht auch extra da unten in Option, muss ich mir extra ein neues Google-Konto machen. Habe ich 10 Kunden, brauche ich 10 Google-Konten, also Gmail-Accounts. Also von daher, die können sich mal. Ich kann das ja im Augenblick nicht machen. Ich muss mich ja dann hier ausloggen, da Hast du einloggen ja, und hast du dann keinen fliege ich zweiten hier Browser? raus. Ja, mach das doch nachher schnell mit Skype, ist viel einfacher als jetzt über Ja, mein Hangout. Skype, ich weiß nicht, es ist nicht ein bisschen kaputt. Du bist nie online, so Ja. viel kann ich sagen. Ja, ich weiß nicht, da ist irgendwas im Arsch. Habe ich dich Fliegst da auf du? Facebook? Als Ich denke schon. Stop-Spamming? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Fiktiver Wo ich denn Charakter, dann Stop hinkomme. Spamming. Ja, habe ich. Ja, ich schicke mir dann einfach eine Nachricht über Facebook. Ich schicke dir dann nochmal die Nummer. Das heißt, ich muss mich jetzt gerade bei Facebook einloggen als was? Hast du als Stop-Spamming? Ja, als Stop Spamming. Gemeinschaftsseite zum Islam Explorer. Was? Nee, das bin ich nicht. Doch, Wir doch, machen das bist du. es doch am einfachsten zuerst mal so. Haben wir noch ein Thema jetzt über den Islam, das mir noch, was Nein? euch noch einfällt? Oder du Hab ja ja? eigentlich noch einige Themen gehabt, aber war ja weg. Ja, weil Stop-Spamming will bestimmt jetzt schon weg. Dann wir können weiter noch ein bisschen quatschen. Ich kann das Video danach noch splitten. Also mir ist das egal, weil ich habe Zeit. Am Sonntag sowieso erst recht. Das ist kein Thema für mich. Also wollen wir noch weiter drüber reden? Stop Spam, bist du noch dabei? Willst du noch bleiben oder lieber schon gehen? Das ist völlig dir Warte, überlassen. ich habe ja hier einen Chat. Nee, dann gehe ich raus und versuche das mal. Genau, du hast mich jetzt hier im Chat drauf. Das funktioniert also. Du hast mir geschrieben, immer gut, diese BBC-Ding. Ja, Das habe ich habe ich noch gar das? nicht Ja, gesehen. dann könnt ihr ja darüber weiter diskutieren, über die Google-Sache. genau. Das heißt, Aber ich gebe jetzt was? hier die Nummer ein. So, das funktioniert also. Die habe ich also drin. Ja, außer ich habe mich vertippt, aber ich glaube nicht. Also Jakob, solange das Stop Spamming hier arbeitet, nebenbei, was willst du da noch sagen? Komm. Also gehe ich hier Ach. raus, ja? Ja, Das ist dir was? überlassen, wie du Ja, willst. ich muss mich ja abmelden, sonst komme ich ja da nicht rein. Ja. Mach du mal. Weil Dr. Dingeskirchen, der muss jetzt weg und der andere, ich weiß gar nicht mehr, welchen Account ich da benutzt habe. Scheiße. Also ich brauche eine halbe Stunde, um jetzt wieder in den Gin and Tonic reinzukommen, weil ich nicht weiß, wo das eigentlich ist. Ja, kein Problem. Ich bin weg, tschüss. Ade, Herr Dr. Stefan Kies. Habe ich jetzt den Stop Spamming verscheucht? Okay. Ja, du kannst dir die SIM-Karten sowieso kostenlos in Deutschland bestellen, mal davon abgesehen, aber egal. Aber sind die aktiv schon oder musst du dich Nö, nö. Du anmelden musst und einfach nur einlegen und kannst dann einfach, ja, du kannst ja auch direkt musst du. YouTube-Accounts kaufen, aber egal. Aber kannst du direkt loslegen und telefonieren oder musst du dich Ja, wieder bei klar. einem Provider? Du hast da, glaube ich, Guthaben von 5 € oder sowas und das sind halt, Weil weiß ich, diese Prepaid-Karten, wo du dann nochmal naja, aber aufladen. in der Schweiz kannst du nicht mal Prepaid-Karten einfach so einstecken und sofort los. Du musst dich registrieren, Pass oder Also ID ja das ist von hinterlegen. O2. O2 und Vodafone machen das so. Die anderen, die wollen sogar noch Geld haben und sogar, dass du registrierst. Also O2 und Vodafone sind die einzigen, die da so die SIM-Karten wegwerfen. Also raushauen. Das Problem ist, bei uns ist das gesetzlich vorgeschrieben, weil, jetzt kommt's, 9/11, die Telefone, da die angeblich benutzt wurden, kamen aus der Schweiz. Und das war ein Prepaid und dann hat sich die Schweiz gedacht, oh, wir müssen das unterbinden, jetzt Oh, muss wusste ich jeder gar nicht. Okay. registrieren, Pass hinterlegen oder ID
hinterlegen und eine Kopie etc. Also bei mir in der Schweiz geht das nicht. Ich habe noch eine Nummer, die eigentlich nicht registriert sein sollte mit meinen Daten, aber wir kennen ja NSA und die Nachrichten. Ach, die wissen alles. Die wissen alles. Schon lange registriert. Jedenfalls, was willst du noch loswerden über den Islam? Über den Islam nicht so direkt eigentlich. Eigentlich war das ja wegen der anderen Sache, weil es ist ja viel passiert, besonders in Deutschland eigentlich so über die Zeit, was einen extrem aufregt mit Pegida und auf der anderen Seite halt die Muslime, die halt versuchen, das auch zu, sich schön nochmal richtig in die Opferrolle zu drängen, weil... Gut, wenn es nicht über den Islam direkt ist, dann... werde ich jetzt vorschlagen, ich spreche noch den Hadith der Woche, ja. Benutze noch den Hadith der Woche und dann kann ich eben das Video im Nachhinein dann splitten und diesen Teil, den wir jetzt noch, den du jetzt besprechen willst, kann ich an die Polemikrunde noch anfügen. Das funktioniert wenigstens hoffentlich immer noch auf YouTube. Das, ja, man weiß es nicht. Es ist wirklich, wie gesagt, diese Kommentarfunktion, dass die nicht funktioniert, das stört mich schon ein bisschen. Ja, ich kann es aber wirklich nicht eruieren, woran das liegt, weil die ist einfach nicht mehr da. Auch die Chat-Funktion ist nicht aktiv, die ist einfach deaktiviert. Ja, stimmt. Es geht langsam kaputt. Jetzt der Chat weg, jetzt schon Kommentarfunktion weg, langsam alles weg. Ich denke, die wollen das völlig unterbinden, dass dieses YouTube Live funktioniert, sondern dass nur noch die Live-Funktion funktioniert, weil die haben da jetzt diese zwei Systeme, die sich da überschneiden. Ich mache es ja immer so, dass ich da mein kleines Hadith-Büchlein habe auf Deutsch, das Sahih Bukhari, und das geht von Seite 23 bis 486. Dann klicke ich auf Generieren und dann gibt es mir an, hier 416, was haben wir auf der Seite? Vielleicht gibt es was zu lachen für uns, wer weiß. Das rote lederne Zelt heißt quasi der Titel des Hadith. Abu Hudaifa berichtet, eines Tages kam ich zum Propheten, als er in einem roten ledernen Zelt war. Bilal nahm das Wasser, mit dem der Prophet die kleine Waschung verrichtet hatte. Entgegen. Die komischen Sätze in diesem Hadith. Die Leute eilten herbei, um etwas von diesem Wasser zu bekommen. Wer etwas davon abbekommen hatte, rieb sich damit ein. Und wer zu spät gekommen war, nutzte die Feuchtigkeit der Hände seiner Gefährten. Oh Mann. Das ist der ganze Hadith. Was man daraus für eine Lehre ziehen kann, keine Ahnung. Das Wasser muss was Besonderes gewesen sein, weil das der Prophet, dieser Mohammed, berührt hat. Warum steht da nicht? Das ist einfach eine Geschichte. Keine Ahnung. Ja, das war von der Weg zur Hölle Show. Wie gesagt, die ist hiermit vorbei. Könnt ihr hier noch die News später nachlesen und im Nachhinein könnt ihr Kommentare im YouTube-Video abgeben. Das sollte weiterhin problemlos machbar sein.